Ein paar kleine Infos vorneweg. Ich habe eine neue Aufnahmemethode probiert, also nicht wundern über eventuelle Störgeräusche oder Asynchronitäten. Außerdem war zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht der endgültige WM-Kader von Yogi Löw bekannt. Bedeutet, der gute Leroy Sané spielt dann doch eine Rolle hier. Und das ist auch ganz gut so. Ich finde es so schade, dass er nicht bei der WM dabei ist. Servus, oder so endlich traut sich der Hansus auch an den World Cup-Modus ran. Bisher wirkt es ja so ein bisschen, als würde es einfach an mir vorbeigehen. Heute soll sich das ändern. Wir werden Deutschland hoffentlich zum Weltmeistertitel führen. Bedeutet, wir gehen es hier und heute selbst an. Wir sind der Trainer, stellen die Mannschaft auf. Warum hat Marco Reus hier eigentlich kein Bild? Nichtsdestotrotz, er kommt sofort in die Startelf und so lassen wir das dann auch wohl. Ist das Bestmögliche. Ich finde das auch persönlich so ziemlich am stärksten. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr die deutsche Nationalmannschaft aufstellen würdet. Einstellungsmäßig gehen wir das Ganze mit 5 Minuten Halbzeitlänge an. Super schwieriger Schwierigkeitsgrad. Nicht nur Legende, sondern auch die Slider sind aktiviert. Bevor es jetzt direkt reingeht ins allererste Gruppenspiel im Luzhniki-Stadion gegen Mexiko, lasse ich euch Zeit, einen Daumen reinzuschmeißen auf das Video, die Links in der Videobeschreibung mal eben durchzulesen und dann den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ehrlich gesagt, ich sag's direkt mal dazu, ich hätte am liebsten ein Video gemacht, wo ich die WM wieder 30 Mal simuliert hätte. Leider geht das in diesem dummen Modus nicht. Es gibt keine Kalendersimulation und dadurch komme ich nicht bis ans Ende der WM. Sobald du ausgeschieden bist, kannst du nichts mehr machen. Das hier sehe ich jetzt auch zum allerersten Mal. Ein etwas anderes Intro vor den Spielen. Wir sehen nochmal, dass wir in Moskau unterwegs sind im Luzhniki-Stadion mit 80.000 Personen Kapazität. Und auf geht's, rein geht's ins Eröffnungsspiel für Deutschland gegen Mexiko. Und wenn ich das hier so sehe, ich bekomme so dermaßen Bock auf diese Weltmeisterschaft. Wir sehen die Zuschauer, wir sehen das relativ volle Stadion. Ein paar Plätze sind da doch leer, wenn ich es richtig gesehen habe. Und hier ist unsere Mannschaft mit Özil, mit Werner, mit Reus. Ich könnte mir theoretisch auch vorstellen, dass man Özil draußen lässt, dafür Sané oder Draxler noch in die Mannschaft packt und dann Reus zum Beispiel auf der Position spielen lässt von Özil oder auch Thomas Müller. Es gibt da gerade in der Offensive so viele Variationen. Neuer wird wohl im Tor stehen. Nationalhymnen, wir hören zuerst die von Mexiko. Und dann klatschen die Spieler auch schon ab, gehen durch. Die von Deutschland habe ich jetzt komischerweise nicht gehört. Yogi Löw an der Seitenlinie. Und hier unsere Aufstellung. Auch das ist neu, wie man die Spiele hier sieht. Wie sie so einen kleinen Schritt nach vorne machen. Aber unsere Aufstellung kennt ihr ja sowieso schon. Bei Mexiko wird es ein bisschen interessanter. Natürlich Ochoa hinten im Tor, der bei der letzten WM ja richtig, richtig stark war. Duenas, Molina und Reyes bilden das Dreier-Mittelfeld. Und dann vorne die wohl stärksten Spieler im Team mit Chicharito, Lozano und Vela. Das sind die nicht unbedingt langsam unterwegs. Das wird sicherlich ein Schlüsselfaktor dieser ersten Begegnung der Weltmeisterschaft. Ich bin mega gespannt, was wir hier direkt zu Beginn reißen können. Die erste Angriffswelle läuft. Hier ist Timo Werner und beinahe direkt die Führung. Klasse Parade von Ochoa. Sami Khedira, Mesut Özil, schöner Pass. Hier ist Thomas Müller. Bisher dominiert die deutsche Nationalmannschaft hier alles. Zum ersten Mal der Kölner mit vorne dabei. Das ist Jonas Hector, spielt zu Mesut Özil. Mesut Özil versucht's. Mesut Özil trifft. Damit geht die erste Torvorbereitung auf Jonas Hector. Am Ende ein ganz starker Abschluss von Mesut Özil, ist man so von ihm gar nicht unbedingt gewöhnt. Nach 18 Minuten führen wir also, geht sowas von in Ordnung. Bisher ist Deutschland ganz klar die bessere Mannschaft. Wieder Jonas Hector, das letzte Mal hat super funktioniert. Flanke auf den zweiten Pfosten, Müller! Der jetzt erstmal verletzt liegen bleibt. Ich hoffe, das ist nichts Schlimmeres. Klasse gespielt und jetzt der schnelle Timo Werner in der Mitte. Da steht Mesut Özil. Wie kann man den nicht reinschießen? Zum ersten Mal die Mexikaner gefährlich in 16er Nähe. Lozano legt nochmal zurück. Pass in die Mitte. Manuel Neuer zum ersten Mal, muss er aber auch haben. Mexiko bleibt dran. Das sieht gefährlich aus. Mexiko trifft den Pfosten und jetzt muss das Ding nur noch geklärt werden. Kurze Schockphase hier kurz vor der Halbzeitpause. Irgendwie überstehen wir es. Ganz klar die bessere Mannschaft sind wir. So viel ist sicher. Leider ist Thomas Müller verletzt. Deswegen nehmen wir ihn sicherheitshalber zur Halbzeitpause raus. Leroy Sané ist neu in der Partie. Die linke Seite ist sehr frei. Für diese Bälle kennt man ihn. Toni Kroos, Marco Reus, der Pass ins Zentrum und Werner ist zur Stelle. Netzt ein. Das ganz wichtige 2:0. Mexiko muss jetzt kommen und das gibt uns Räume. Unter anderem den wahnsinnig schnellen Leroy Sané, der schwache Fuß. Was der Hansus da redet, ne?
Sané ist natürlich Linksfuß, habe ich für einen Moment vergessen. Hummels, Riesenchance, das Tor. Und anscheinend war es wieder Timo Werner. Sah für mich fast eher wie ein Eigentor aus. Nein, der hat einfach automatisch geschossen. Ich habe da nichts gedrückt. Letzte Spielminute. Mexiko nochmal mit einem Eckball, den wir hoffentlich klären können. Hummels drischt das Ding nach vorne. Alles in allem ein sehr erfolgreicher Auftakt mit 3:0 gegen Mexiko. Im zweiten Spiel geht es gegen Schweden, die Korea geschlagen haben. Dieses Mal im schönen Sochi. Gerade mit dieser Beleuchtung da oben, das sieht schon richtig cool aus. Jetzt kommt allerdings die große Hiobsbotschaft. Thomas Müller kann nicht mit dabei sein. Der hat sich im letzten Spiel verletzt, fällt laut den Meldungen im Menü für 3 Wochen aus. Die Frage ist also, wird er noch irgendwann in diesem Turnier eine Rolle spielen können? Für ihn jetzt natürlich Leroy Sané in der Mannschaft, genauso wie im letzten Spiel schon ab der Halbzeit. Bei den Schweden kein Zlatan Ibrahimovic. Die spielen vorne mittlerweile mit Toivonen. Unsere Aufgabe, klar, wie zuvor gegen Mexiko, wir wollen gewinnen, unbedingt. Timo Werner auf Leroy Sané. Leroy Sané, was ein Auftakt ist das denn bitte? Dritte Spielminute. Da ist es natürlich nicht schade, wenn ein Müller nicht kann, wenn du dann Leroy Sané reinstellen kannst und der direkt trifft. Ähnliche Struktur im Angriff wieder Deutschland. Timo Werner. Klasse Parade von Olsen. Tatsächlich die Schweden mal im Angriff. Das ist keine schlechte Ecke. Direkt läuft der Gegenzug über den wahnsinnig schnellen Leroy Sané. Der versucht sich jetzt hier im 1 gegen 1. Leroy Sané vorbei am Gegenspieler. Leroy Sané. Leroy Sané. Jawohl. Der ist so gut, der Typ. Vor allem in FIFA. Absoluter Wahnsinn. Zum zweiten Mal trifft der Satz von Thomas Müller. Schweden gefällt mir bis hierhin gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machen es uns viel zu einfach. Wieder so ein Angriff über Timo Werner. Der spielt hier nochmal zurück für Sami Khedira. Entspannte Pausenführung. Schweden ist auch nur einmal vor unser Tor gekommen. Mesut Özil wartet auf den Mann im Rückraum. Das ist Toni Kroos. Ein Strahl sondersgleichen vom Champions League Sieger. Der eingewechselte Mario Gomez aus dem Stand. Das ist nicht dein Ernst. Wie zur Hölle schweißt ihr den da bitte rein? Hier beweist der Jogi Löw, dass es absolut richtig war, ihn mit zur Weltmeisterschaft zu nehmen. Was für eine Ansage hier vom amtierenden Weltmeister. 4:0 gegen enttäuschende Schweden. Drittes und letztes Gruppenspiel gegen Korea in Kasan. Weil wir sowieso schon so gut wie sicher in der nächsten Runde stehen, gönne ich ein paar Spielern eine Pause. Unter anderem beginnt jetzt Mario Gomez vorne drin in der Spitze. Mario Gomez am ersten Gegenspieler vorbei. Mario Gomez, was ist das für ein geiles Tor? Es ist halt egal, wenn du reinstellst. Die sind absolute Tormaschinen. Leroy Sané geht ab. Und wenn der mal im Sprint ist, dann ist es ganz schwer, ihn zu stoppen. Zweiter Pfosten. Die Flanke kommt. Das Tor ist da. Aber da muss man jetzt auch mal ehrlich sein. Ganz, ganz schlecht verteidigt von Korea. Wie kommt Reus da bitte zum Kopfball? Sané auf Gomez. Mario Gomez. Natürlich lässt er sich den nicht nehmen. Also ganz ehrlich, Südkorea macht nicht den Anschein, als wollten die hier noch irgendwas drehen. Der Pass sollte eigentlich auf Ilkay Gündogan kommen. Dann kommt er halt jetzt Ilkay Gündogan, den kann man auch verwandeln. Wie der Gündogan, jetzt vielleicht nochmal rüber zu Brandt, der könnte im Abseits stehen. Stand der im Abseits, stand der nicht drin, er stand nicht drin. Und so trifft auch der gerade erst eingewechselte Julian Brandt. Ich hätte absolut kein Problem, wenn es in der Realität auch so entspannt durch die Gruppenphase geht. Ziehen natürlich als Gruppenerster ins Achtelfinale gegen die Schweiz ein. Wir blicken auf die bisherige Gruppenphase. In Gruppe A können sich Uruguay und Russland durchsetzen. In Gruppe B steht Spanien ganz vorne. Gruppe C dominiert erwartungsgemäß Frankreich. In Gruppe D macht Kroatien das Rennen. Ansonsten kommen Brasilien und die Schweiz weiter. Außerdem natürlich Deutschland und Mexiko, Belgien und England und Kolumbien und Polen. Aus meiner Sicht ist nur eine einzige Überraschung dabei und das ist natürlich, dass Argentinien direkt rausgeflogen ist. Nigeria konnte sich da eben durchsetzen. Bisheriger Top-Torschütze ist Coutinho, knapp dahinter von Deutschland Mario Gomez. Erstes K.O.-Spiel. Es heißt alles oder nichts im neuen St. Petersburg-Stadion gegen die Schweiz. Besonders freut es mich, dass Thomas Müller wieder mit dabei sein kann. Sané konnte ich jetzt nicht rausschmeißen aus der Mannschaft. Der war so stark, deswegen fliegt Özil raus und Marco Reus agiert im zentralen offensiven Mittelfeld. Und für alle, die bisher gesagt haben, hey Hansus, das ist doch alles viel zu einfach. Glaubt mir, die Schweiz ist nochmal eine ganz andere Hausmarke. Die ersten Angriffsbemühungen der deutschen Nationalmannschaft sind verpufft. Wir machen weiter. Jan Sommer zum ersten Mal richtig in Aktion. Werner, jetzt vielleicht mal ein nennenswerter Angriff. Marco Reus. Na, ob den Özil auch so schön reingeschossen hätte? Zum allerersten Mal ist der beste rechte Mittelfeldspieler aller Zeiten machtlos. Schon wieder die
Dieser Marco Reus, er ist nicht einzuholen. Marco Reus, was ein geiler Typ. Thomas Müller, so kennt man ihn nicht unbedingt als Flügelflitzer. Jetzt braucht er allerdings auch Anspielstationen. Oder vielleicht nicht. Leroy Sané, zu schnell für seinen Gegenspieler. Jetzt vielleicht nochmal auf Werner. Nochmal auf Werner. Die Schweiz macht jetzt natürlich auf. Das gibt uns Räume. Goretzka eingewechselt an den Pfosten. Wir ziehen ins Viertelfinale ein, gewinnen 2:0 gegen die Schweizer Nationalmannschaft. Die am Ende zwar nochmal ordentlich aufgemacht haben. Viele Chancen haben sie sich trotzdem nicht rausgespielt. Wir werfen einen Blick auf die anderen Spiele. Uruguay setzt sich gegen Frankreich durch. Das ist eine Überraschung. Belgien schmeißt Brasilien raus. Spanien, Kroatien hat noch nicht gespielt. Und Deutschland gegen England. Was ein Klassiker. Kein langes Rumgeschwafel. Direktattacke, gleiche Aufstellung wie im Spiel gegen die Schweiz. Ganz starker Laufweg von Kimmich. Warum nicht mal draufziehen? Joshua Kimmich, Traumtor. Da ist die rechte Seite komplett offen. Nicht gut verteidigt von England. Aber die können natürlich auch nicht erwarten, dass er den dann so oder reinschießt. England möchte sich das nicht gefallen lassen. Harry Kane trifft zum Ausgleich. Und es ist gleichzeitig das allererste Gegentor bei dieser Weltmeisterschaft. Ich glaube, wir haben unsere allererste riesengroße Aufgabe gefunden. Reus läuft. Reus geht ab. Marco Reus, nicht schon wieder so ein Tor. Nochmal die Engländer haben sich an unserem 16er festgesetzt. Vardy an den Pfosten. Da hatten wir gerade aber nochmal richtig Glück. Werner läuft. Und wenn Werner läuft, dann spielst du ihn den Ball rein. Er verlängert ihn zu Thomas Müller, der nimmt den Volley und trifft. Seltsame Angriffsvariante, aber wenn es funktioniert, ganz stark verlängert vom Timo. Damit liegen wir wieder vorne. England gibt uns jetzt Platz und das ist die ganz große Spezialität von einem Timo Werner. Aber wir sollten uns nicht auskontern lassen und danach sieht es jetzt aus. Da ist vor allem noch einer im Zentrum. Den macht er natürlich, John Stones. Das war der direkte Gegenkonter auf unseren Angriff über Timo Werner. Können wir uns noch vor der Verlängerung retten? Sind schon in der Nachspielzeit. Sami Khedira geht ab, wird das Ding jetzt reinbringen. Zweiter Pfosten, Thomas Müller. Wir können uns nicht mehr retten. Es gibt 30 Minuten oben drauf. Müller bleibt im Ballbesitz. Der Ball landet irgendwie bei Draxler. Draxler! Und dann landet er im Netz. Zum dritten Mal liegt Deutschland vorne. Aus Erfahrung wissen wir, das heißt erstmal gar nichts. England natürlich jetzt mit wütenden Angriffen und dann ist da wieder Timo Werner. Wir haben 2 gegen 1, wir spielen quer und dann schießt Özil ihn rein. Das sollte die Entscheidung sein. Die englischen Spieler haben gerade sehr platt gewirkt. Draxler zieht ins Zentrum rein. Walker ist jetzt nicht unbedingt langsam, deswegen kann er sich nicht ganz entspannt durchsetzen. Spielt den zu Timo Werner, der dreht sich um seinen Gegenspieler rum, geht dann rein. Timo Werner trifft schon wieder. In der Nachspielzeit, fällt sogar noch das 5:2. Wir stehen hiermit im Halbfinale. Gegen Kroatien. Die gewinnen gegen Spanien, saustark. Im Finale wartet Belgien, so viel ist schon mal sicher. Definitiv wäre das ein würdiger Gegner. Kroatien im Halbfinale, wer hätte das gedacht? Andererseits, die sind schon so ein kleiner Geheimfavorit. Ich meine, mit so einer Aufstellung hier ist das auch nicht unbedingt verwundernswert. Kovacic mit Badej im Mittelfeld. Dann haben sie natürlich noch Rakitic, Modric, vorne drin Mandzukic. Die sind wirklich saustark. Wir beginnen trotzdem mutig und offensiv. Werner und Reus, da muss ich noch weiterlaufen. Kimmich bekommt mal wieder viel Platz auf seiner rechten Seite und wenn der ankommt, was ein Traumpass von Kimmich. Ich wollte schon von einem chancenarmen Spiel sprechen und dann retten die beiden mich da nochmal raus. Insgesamt relativ ausgeglichenes Spiel, bloß kommen wir viel öfter zum Abschluss. Lang gab es keine Chance mehr in diesem Spiel. Viel Spielzeit ist nicht mehr auf der Uhr. Kroatien muss schon langsam jetzt offensiv mal was auf den Tisch bringen. Also gar keine Frage, defensiv stehen die richtig gut, aber sie liegen halt 1-0 hinten. Zu spät. Deutschland steht im WM-Finale 2018. Ein knapper Sieg mit wenigen Chancen gegen Kroatien bringt uns dorthin. Und jetzt natürlich das Finale gegen Belgien. Spiel um Platz 3 ist auch schon gelaufen, das konnten die Kroaten für sich entscheiden. Werner kann sich theoretisch die Torjägerkrone noch holen. Der beste Belgier ist Mertens mit 3. Das größte Finale im Weltfußball. Natürlich das Weltmeisterschaftsfinale in Moskau im Luzhniki-Stadion. Deutschland gegen Belgien. Um die Trophäe geht es hier. Hau mir ab, sieht das Teil geil aus, auch hier im Spiel. Zunächst die Hymne von Belgien. Die von Deutschland darf natürlich auch nicht fehlen. Wir schauen uns die belgische Mannschaft an. Courtois natürlich im Tor, eine Dreierkette, aber 3 überragende Innenverteidiger, dann ein 4er Mittelfeld. Davor nochmal 2 Leute, Mertens und
Trent Hazard und vorne drin noch die Maschine Romelu Lukaku. Wird wirklich spannend, auch mal gegen ein ganz anderes System zu spielen. Bei uns die bewährte Mannschaft. Das hat sich jetzt einfach durchgesetzt. Unser Mittelfeld besteht aus Müller, Reus und Sané. Özil nur auf der Ersatzbank. Aber es ist halt auch ein absoluter Traum, wenn du so einen Spieler einwechseln kannst. Belgien wird gefährlich, mega gefährlich. Wir haben so eine Offensivpower. Werner für Khedira. Khedira im 16er gefoult. Es gibt den Elfmeter. Da bin ich mir selbst nicht 100% sicher, ob es wirklich einer war. Es war auf alle Fälle kein böses Foul. Da stellt er den Körper rein und muss man nicht geben. Aber natürlich sagst du in so einem WM-Finale nicht, nein, Marco Reus verschießt. Ich habe aber auch eigentlich nach links gezielt. Belgien kommt, klasse Flanke. Belgien trifft den Außenpfosten. Sané gegen Witzel. Die Frisuren passen zusammen. Das Spiel auch. Die Spannung bleibt enorm hoch. 0:0 zur Halbzeitpause. Wenn Reus doch nur diesen Elfmeter verwandelt hätte. Aber jetzt ist es zu spät. Wir müssen uns voll auf die kommenden 45 Minuten konzentrieren. Meunier wird jetzt wohl flanken. Bloß kein Foul. Meunier an den Pfosten. Besser als ein Elfmeter. Belgien ist immer noch recht weit aufgerückt. Möglicherweise jetzt eine schöne Fußball-Kombinationsmöglichkeit. Thomas Müller spielt den Ball zu Sané. Wir sind mal nah am 16er. Leroy Sané, klasse von Courtois. Khedira, andere Seite. Timo Werner jetzt im 16er. Macht er überragend. Timo Werner. Eigentor von Alderweireld. Alderweireld grätscht den Ball ins eigene Tor. Klasse Vorarbeit natürlich von Timo Werner. Ganz seltsames Tor. Muss man ehrlich sagen, aber ich nehme es vollkommen mit. Ich glaube, anders kann in diesem Finale kein Tor fallen. Beide Abwehrketten spielen einfach viel zu stark. Beide sind auf Sicherheit bedacht. Ich hoffe mal, wir sind jetzt noch genügend auf Sicherheit bedacht in diesen letzten Spielminuten. Die Nachspielzeit ist schon angebrochen. Dann kommt da Eden Hazard und zum Glück auch Manuel Neuer. Courtois natürlich vorne mit dabei. Die allerletzte Chance für Belgien. Das Ding segelt rein. Werner klärt nochmal zur Ecke. Nochmal das Risiko auf ein Gegentor. Kompany und Neuer mit der Glanztat. Jetzt habe ich ihn aus Versehen direkt weggeschlagen. Naja, ist auch nicht allzu schlimm, denn der Schiri pfeift ab. Wir haben das Finale der Weltmeisterschaft gewonnen und damit ist Deutschland zum zweiten Mal in Folge WM-Sieger. Alderweireld, der hat wirklich kein leichtes Leben jetzt nach diesem Spiel mit einem ganz extrem bitteren Eigentor. Keine Ahnung, was da los war. Den hätte er eigentlich auch neben das Tor schießen können. Die Freude ist natürlich riesengroß bei den deutschen Nationalspielern. Manuel Neuer konnte zum Glück spielen, der deutsche Kapitän. Und er wird es jetzt auch sein, der das Ding nach oben recken darf. Diesen wunderschönen Pokal hier. Manuel Neuer greift sich das Ding zum zweiten Mal in Folge und stemmt es in den Moskauer Nachthimmel. Deutschland ist Weltmeister. Also ganz ehrlich, ich hoffe natürlich, dass das in der Realität auch passieren wird. Würde mich extrem freuen. Ich hoffe, dass euch dieses kleine Playthrough gefallen hat. Ich habe wirklich sehr lange jetzt aufgenommen. Jedes einzelne Spiel, seit 3 Stunden oder sowas bin ich hier jetzt unterwegs. Ich habe 2-mal den Kamera-Akku wechseln müssen. Das habe ich, glaube ich, vorher noch nie gemacht. Sowieso mal wieder eine andere Art von Video. So in die Richtung mache ich eigentlich selten, dass ich auch so viel normales Gameplay jetzt drin habe. Ein Feuerwerk zum Ende hin wird es in der Realität ja wohl auch geben. Ich finde es ein bisschen schade, dass es halt genau die gleichen Animationen sind, wie wenn man jetzt einen anderen Pokal gewinnt. Klar, das Stadion ist ein bisschen was anderes, aber die ganzen Bewegungsabläufe und so weiter sind einfach exakt dieselben. Nichtsdestotrotz ist es ein geiles Gefühl, die Weltmeisterschaft gewonnen zu haben. Hier sehen wir nochmal den kompletten Turnierbaum. Top-Torschützen wurden am Ende einige Spieler, Suarez, Coutinho, Werner und Kramaric. Der beste Vorlagengeber heißt allerdings ganz klar Timo Werner. Es müsste doch wohl jetzt auch ein Spieler des Turniers geben, oder? Torhüter des Turniers gibt es auf alle Fälle. Wer ist das? Ladezeit hoch 10.000. Manuel Neuer. Man mag es nicht glauben. Timo Werner sichert sich außerdem den goldenen Schuh, obendrauf noch den goldenen Ball. Wurde zum besten Spieler des Turniers ernannt. Dann haben wir hier noch das Team des Turniers und es besteht fast ausschließlich aus Spielern von Deutschland. Neuer, Hector, Boateng, Kompany, Kimmich, Reus, Khedira, De Bruyne, Lodero ist geil, Werner und Hazard. Also vor allem Spieler von Deutschland und Belgien. Sollte euch das Video unterhalten haben, dann schmeißt den Daumen rein, tu es jetzt, sonst ist es zu spät. Ich möchte nochmal den Fokus auf die Links in der Videobeschreibung richten. Damit sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer es sein mag. Ihr könnt mir gerne Ideen reinschreiben. Was soll ich denn sonst noch vom World Cup-Modus bringen? Schreibt es gerne unten rein. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Bernie. Deutschland ist Weltmeister. Sie sind Weltmeister, sie sind bei mir Weltmeister und sie werden es auch hoffentlich wieder. Drüben ist das letzte Video übrigens. Klick's an, falls du nicht gesehen hast, darunter noch ein anderes Video. Über die Infograd kannst du meinen Merchandise kaufen. Da gibt's hoffentlich bald auch Trikots. Das hoffe ich zumindest. Das ist so der Plan. Ne? Kleine Insider-Infos hier gerade verraten. Aber es kann auch nichts werden. Man weiß es nicht.